Der Naim-Platz im Zentrum von Raqqa, der einstigen Hochburg des Islamischen Staates in Syrien. Während der IS-Herrschaft wurden hier öffentliche Hinrichtungen durchgeführt. Viele davon verbreiteten sich als Videos auf der ganzen Welt. Der Platz wurde damit zu einem Symbol für die Schreckensherrschaft des IS. Wir haben immer gesehen, was hier passiert ist. Es war schrecklich, furchterregend. Wir hatten Angst, dass jemand vor unseren Augen abgeschlachtet wird. Der Kreisverkehr hier war leer. Keine Menschen, Arbeiter oder Geschäfte. Niemand kam hierher. Sie haben nur Leute für die Hinrichtungen versammelt. Heute, 4 Jahre nach der Rückeroberung Raqqas, sind das Leben und der Alltag langsam in die Stadt zurückgekehrt. Junge Paare und Familien treffen sich wieder am Naim-Platz. Es war der Kreisverkehr der Hölle. Sie haben Köpfe dort aufgespießt, aber jetzt ist es anders. Menschen und Liebespaare kommen hierher. Es fühlt sich an, als hätte der Platz seine ursprüngliche Bedeutung wiederbekommen. Das Paradies. Menschen kommen jetzt her und sie sind sicher. Es ist so viel besser als davor. Raqqa wird hauptsächlich von den Bewohnern selbst wieder aufgebaut. Internationale Hilfe gibt es kaum. Viele andere Plätze und ganze Viertel Raqqas liegen auch heute immer noch in Trümmern.